Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und es ist dunkel. Und mit mir spielt auch noch die Mathilde. Mathilde, wer sind sonst auch? Genau. Ja, es ist nachts, es ist ruhig und ich habe Durst. Und ich brauche Kleeblatt. Ich habe nämlich einen Saftsammler gebaut. Ich habe hier mal testweise Unkraut abgeholzt. Hallo. Oh, jetzt wird es auch langsam wieder heller, ne? Ja, Stückchen für Stückchen. Ey, Alter, wieso gibt es denn hier denn kein Klee? Sonst ist hier überall immer Klee. Und wenn ich mal Klee brauche, ist da kein Klee. Ah, ich sehe Wassertropfen. Ich fühle mich verarscht. Oh, ich muss was essen. Ja, jagen wir auch ganz gut. Wir können wieder Fleisch machen. Dürrfleisch. Ja, und ich muss eine Jägerameise töten, wenigstens eine. Ich brauche nämlich Mandibeln. Oh, da ist sogar eine Jägerameise. No water filtration tablets needed. Wage ich es, sie alleine anzugreifen? Ist sie festgebackt? Geht dann die Apokalypse los, wenn ich sie angreife? Du wirst es... Da ist nämlich noch eine zweite. Du wirst es nicht erfahren. Ich brauche immer noch Kleeblätter. Ich will diesen Marker fertig haben, damit ich wenigstens weiß, wo ich den Saftsammler aufgestellt habe. Ja, und stellst ihn irgendwo auf und dann... Ja. Ja, und dann finde ich ihn nicht mehr. Genau das ist es nämlich. Richtig, so wie ich gerade unsere Falle. Wo war die denn? Ah, hier. Die haben wir sogar markiert. Als was? Als Falle, ne? Ich glaube mit einem Totenkopf oder so. Ah, ja, danke. Wollen wir mal gucken, ob hier vielleicht Ameisen oder Viecher sind, die man jagen kann. Alter, die läuft nicht in die Falle rein. So eine gemeine Viecher. Entschuldigung, Ameise, ich wollte dich nicht hauen. Oh, ihr seid ja aber ganz schön viele. Mann, Mann, Mann. Ah, jetzt brauche ich auch die Fackel nicht mehr. So. Hallo, Vieh. Das ist Frieden. Oh, jetzt habe ich aber hier... ganz viele Essen. Was sind jetzt alle Ameisen hier ab auf mich? Warte, ich komme mal zu dir. Klingst, als ob du Hilfe benötigst. Ja, ich habe aus Versehen, weil ich essen wollte, jagen wollte und sie, das Vieh stand genau neben der Ameise und ich habe zugeschlagen und wahrscheinlich auch die Ameise getroffen. Die ziehen sich zurück und man denkt, es ist Frieden und dann alles dufte, knufte, alles gut. Du bist fast tot, komm. Du warst zu sehr verletzt. Aber leider keine Kämpferameise dabei. So. Oh, da ist eine böse Ameise. Guck mal. Ja, mach mal kaputt. Die ist auf mich fixiert. Oh, da kommt gleich die nächste. Hinterhältige Fotze. Entschuldigung. Wenn ich so Kraftausdrücke benutze. Du hinterhältige Marienkäfer-Larve. Apropos, sind ja Tortopfen da. Hast du die alle geerntet schon, die toten Ameisen? Jawollo. Gut. Bleib hier, du Tropfen. Ich habe drei Läuse gefunden. Sehr schön. Wollen wir nochmal uns an den Ameisen wagen und Arbeiterameisen killen? Nee, ich will also, erstmal die Läuse aufhängen und. Okay. Dann hier vielleicht mal ein paar Pilze reinziehen oder so. Okay. Oh, hier sind auch noch viele Ameisen. Wollt ihr denn alle bei uns? Ach ja, du wolltest die Ameisen bei unserer Basis töten. Ja, die nerven mich auch. Laufen mir so viele... Oh, warte, hier... Oh, scheiße, ich hab wieder... Hatte ich hier nicht gerade noch Silkäfer gesehen? Ich weiß nicht, mich stören die Ameisen nicht. Das... Naja, gut. Vielleicht später. Wir haben jetzt ein paar Ameisenteile gesammelt. Ja, ich bräuchte aber so einen Ameisenmandibeln.
Vielleicht haben wir noch irgendwo welche. Ha! Tatsächlich, wir haben sogar zwei. Better than starving, I think. Naja, die Spricks kann ich ja für unsere Lampen verwenden. Dann bringe ich jetzt nämlich noch einmal schnell das zu dem Zap-Sammler. Dann können wir da Zap sammeln. Also Saft. Ein passives Zap-Einkommen, ja? Genau. Super, ich liebe passive Einkommen. Oh, und ich brauche noch eine Eichelkappe dafür. Warte, kann ich die irgendwie, bring ich dir. Cool, jo. Den Scheiß hat man noch zu Hause. Normalerweise brauchen wir den nicht, aber... Oh, da ist die Feder. Ich baue die jetzt mal ab. Ja, und dann kriegst du was Neues und dann können wir das... Benötigt ein Hackwerkzeug. Achso. Ha, vielleicht sollte ich auch meine Axt auswählen. So, jetzt habe ich die abgebaut und... Ah, Krähenfederstück. Einfaches Bett. Dann brauchen wir ein Schlafzimmer. Kommen wir oben im Turm bauen. Hier, ich hab was für dich. Du wolltest doch was haben. Ja, du kannst das hier auch direkt selber dran machen. Achso, ja, was ich, wo du das hingeballert hast. Ja. Achso, Set, ja. Soll ich jetzt oder nicht? Ja, da oben an dem Ding so. Hier. Ich bin gleich wieder da. Wieso? Oh. Muss ich hier auf Mathilde aufpassen? Nee. Oh, oh, da kommen Ameisen. Mathilde, die sind wütend. Wollen wir mal welche anlocken? Das wehtut. Oh ja. Psi-schwupsi. Du-du-du-du. Hab nichts gemacht. War nie hier. Ich dachte, das gab nur leichten Schaden, aber es hat ja richtig reingehauen. Du-bi-du-bi-du. Ah, hab dich. Schon vier Dinger. Die Jagd war erfolgreich. Zwei brauchen wir noch. Ah ja, kann man das vielleicht auch abbauen? Hattest du eine Axt gebaut, Stufe 2? Hier, kannst du mal einen Hotdog abarbeiten. Dann so, Noki ist wieder drin. Da. Kriegen wir schön Hotdog-Fleisch. Cool, 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 cool. Hotdog-Brot, meine ich. Trockenes. Auch das kann man bestimmt auch super analysieren. Ja. Den Apfel kann man damit bestimmt auch auseinanderhacken. Weißt du, wo der Apfel ist? Der ist, glaube ich, sogar markiert. Als Apfel? Mhm. Nee, das war der Baseball, scheiße. Mhm. Ich glaube, meine, der war relativ am Anfang irgendwie. Hotdog-Brocken. Ist der Hotdog jetzt kaputt oder nur so ein bisschen? Yeah! Kann man den keine Ahnung. Endlich abarbeiten. Kann ja sein, dass es eine Ressource ist, die man irgendwann verbraucht hat, weißt du? Hm. Aber das kann ich tatsächlich nicht noch analysieren. Aber die Rabenfeder kann ich noch analysieren. Och. Hm. Worse than my mom's Brussels sprouts. Scheint jemand nicht den Rosenkohl seiner Mutter zu mögen. Nee.
und ich versuche im Turm vernünftige Lichter zu bauen und nicht diese komischen grünen, die überhaupt. Ach, die reißt jetzt wieder ab, oder? Nö. Erstmal baue ich da neue hin. Ja, soll ich die jetzt bauen oder nicht? Ja, die ich da dran gehängt habe, baust du bitte. Ich habe jetzt schon nebenbei dieses Sprick gesammelt. Ich kann auch trockenes Gras holen. Ja, ich hole mal trockenes Gras. Und mal trockenes Gras. Ach ja, dann habe ich noch was zu essen. So. Good thing I'm hungry. Ich wollte zu einem Analyselabor. Ja. Dann gib mir unsere kostbaren Punkte wieder auf. Aus, meine ich. Nee, im Analyselabor kriegt man was, wenn man was Neues analysiert. Don't even need to boil it. Das ist was Science. Habe ich schon zu lange nicht mehr gemacht. Das machst du ja immer. Hat man keine Chance. So, mehr Lampen haben wir nicht. Auch dort da oben. Oh, hier ist noch eine Rabenfeder. Yay. Krähenfeder, okay. Rabe, Krähe, wir wissen, was du meinst. So. Das ist echt blöd, man kriegt echt nur ein Krähenfederstück raus. Ein Federpfeil. Schützenmütze und ein Federpfeil. Eine Schützenmütze. Ah, da kann man bestimmt besser schießen. Das ist ja eigentlich ganz cool. Oh, das ist sogar ein Level-3-Ding. Ein säuberlich hergestellter Hut, geschmückt mit einer rabenschwarzen Krähenfeder. Perfekt für den aus der Ferne zuschlagenden Helden. Verteidigung plus Bogenangriff. Ja, das bin ich ja hier. Also normalerweise spiele ich ja immer gerne bei irgendwelchen Spielen immer so die Tanks oder so. Aber bei Conan, wo es sich nicht lohnt, einen Tank zu spielen... Oder auch in diesem Spiel würde ich eher den Bogenschützen bevorzugen. Wohl Magier wäre auch ganz toll, aber das gibt's ja nicht. Der Minzhammer ist Level 3. Ja. Nice. Jetzt soll ich jetzt auf die Suche nach dem Apfel gehen. Ich guck mal, ob ich Apfel finde. Ich weiß gar nicht, ob wir einen gesehen haben. Doch, wir haben einen gesehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich wüsste jetzt... Ja, doch, so ein angeknabberter in der Mitte, glaube ich. Ich habe eine andere Frage. Ich guck mal. Oder? Vielleicht täuscht mich auch mein Gedächtnis. Auf jeden Fall sehe ich da, habe ich gerade hier einen Tautropfen gesehen, den ich haben wollte. Ah, vielleicht ist er auch schon wieder weg, weil jetzt die Sonne zu lange aufgegangen ist. Was? Irgendwas greift mich an. Nice and clean. Wasserbehälter ist, glaube ich, auf Maximum jetzt. Ist doch schön. Finde ich auch.
Ups. Nee, das meinen Rüsselkäfer, ihr Ameisen. Die Dinger brennen aber nicht ab, oder? Wenn man die extra an... Die Lampen... Nee, ich glaube nicht. Weil man die extra anzünden muss. Ja, aber ich glaube, die brennen dann immer. Ach Mist, das, was ich dachte, dass das der Apfel sein könnte, sind das ein Farbeimer. Da sind allerdings Milben. Milben sind doch kein Problem. Ja, ich wollte so eher nur dir so sagen, hey, da sind Milben. So war das eigentlich eher gemeint. Hm. Ich könnte auch rumkommen, ich bin erstmal so weit fertig. Da brauchen wir noch Saft. Saft habe ich nicht. Ja, ich bräuchte auch was zu trinken. Also ich habe ja im Zweifelsfall was zu trinken. So ist ja nicht, aber ich will nicht, dass aus meinem... Oh, aber da ist Saft. Genau. Das ist auch so... Die Kantine ist immer so das letzte... die Feldflasche ist immer so das letzte, was man benutzt. Wenn man nur kurz vorm Verdorsten ist, dann kommt die... Oh, Arschlochkäfer! Ich habe Saft gefunden. Saft, 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 Saft. Auch bekannt als Harz. Ameisen sammeln! Kämpft mit mir gegen Arschlochkäfer! Ein Kampf der Kämpfe! Nur er, ich und das Arschloch. Der Arschlochkäfer! Wow, 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 wow. Arschlochkäfer! Was ist das? Ein Arschlochkäfer? Hier scheint ein Bug zu sein oder hier rennt eine Tarantel rum. Ein Bug? Ja, hier ist eine Mega-Mörderspinne. Oh! Also wirklich eine Mega-Mörderspinne. Ah, der hat mich angespritzt. Ih, der spritzt! Ja, trotzdem. Och, ich habe jetzt keinen Bock auf euch, ich will meinen Tautropfen haben. Ups, war zu kurz. Ameisen, danke für eure Hilfe, ihr Scheißviecher. Ich dachte, ihr seid meine Brüder. Spritzt da hier rum, ey, die Sau. Danke, Ameisen, für nichts. Ich glaube, ich bringe euch doch alle um. Nee, geh weg, das ist meins. Meine Pfeile. Klaut ihr mir die Pfeile, dann erklärt ihr mir den Krieg, du. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich alles eingesammelt habe von dem Rüsselkäfer. Ich hoffe, ich habe einen Kopf. Natürlich habe ich keinen Kopf. Du hast keinen Kopf? Nee, keinen Kopf bekommen. Ich brauche noch einen Rüsselkäferkopf. Rüsselkäferkopf, sag ich schon. Arschlochkopf. Arschlochkäferkopf. Vielleicht kann man die doch ausstopfen. Ich habe auf jeden Fall schon eine ganze Menge Saft gesammelt. So, du hattest da ein Lausproblem oder so? Nö, Problem nicht. Das war nur eine Bemerkung eigentlich. So, Arschlochkäfer gespawnt und schon wieder tot. Ich komme an deine Richtung. Ich wollte jetzt hier einmal hochgehen und gucken, ob ich sehe, was da mit dieser Mega-Mörderspinne war. Ach ja, Mörderspinne. Will ich auch sehen. Ja, die hat ein bisschen buggy gewirkt. Also deswegen bin ich mir nicht ganz sicher wegen dieser Spinne. Von der braucht man eine Thumbnail. Die kommt aufs Cover. Mörderspinne. Oder wie man, Titel wird dann sein: Leute, Leute, Mörderspinne. Das Leute, Leute hat sich bei dir echt eingebürgert, ne? Ich fand das so lustig. Das hat sich richtig eingebrannt. Wenn man Merch machen, dann muss das so auf dem T-Shirt stehen: Leute, Leute.
Apropos Merch. Also von hier sieht es einfach nach einer stinknormalen Wolfsspinne aus. Wolltest du das Bild noch bearbeiten? Psst. Ich meine von unserem Merchandise? Und unsere, so, das. Unsere Kooperation? Von der Kooperationspartner wahrscheinlich überhaupt nichts weiß. Nee, es ist, haben wir ausgehandelt. Das ist schon alles real. Okay, es ist eine normale Wolfsspinne. Keine Mega-Mörderspinne. Geht jetzt schlafen. Ah, wir hatten ja hier in der Ecke noch unsere Falle. Ja, ja. Die wir bauen wollten. Oh! 4-5 Milben auf dem Haufen. Ich kann nicht anders, ich muss euch töten. Samtmilbe. Bam! Treff euch nicht. Warte, ich hab genügend Platz. Nicht die Pfeile nehmen. Nehmen Sie die alle und ich nehme mir die Pfeile. Da hier ist auch noch einer. Ich bin übrigens Sekt voll. Ey! Nehme ich doch mit. Bin ich hier irgendwo. Ach, den Saft kann ich nicht mehr nehmen. Ich bin voll. Ich nehme den. Ich klappe den Saft da mal weg. Wir brauchen noch für unsere Lampensaft. Ja, ja, deswegen habe ich auch schon, warte, 30 Saft gesammelt. Ach, dann bringe ich den jetzt einfach schon mal dahin. Ja, ich bleib noch kurz hier. Wenn die Spinne jetzt schlafen geht, dann ist es hier ein bisschen safe, oder? Ja. Ich wollte die Falle nochmal fertig bauen. Mach mal. Oh, nee, da ist sie noch aktiv. Dann, nee. Oh, Zwergus Maximus. Ja. In der Nähe von der Spinne locke ich mich aber nicht aus, Baby. Ist okay, ich bin bei der Mystery Machine, auf die kletter ich drauf und dann gehe ich nochmal rüber. Oh, hier ist auch noch eine Krähenfeder. Sehr schön. Okay. Zwei. Okay, dann gehe ich einmal kurz rüber. Dann gucke ich mal, ob hier noch ein Stamm ist. Dass wir so langsam die Falle da mal fertig bauen. Oh oh. Es wackelt weg. War hier nicht irgendwo. Habe ich doch letzte Folge abgeerntet, ne? Nicht da, schade. Ah, das ist Klee. Oh, meine Axt ist beschädigt. Kind schon wieder glücklich? Naja, auf dem Weg dahin, ja, also die lag schon wieder still. Deswegen dachte ich mir auch, dann versuche ich jetzt gar nicht erst noch einen Nuki in sie reinzubringen. Ja, ja. Weil sie da schon so ruhig lag gerade. Ich suche gerade Stämme, aber ich finde hier wieder keine. Ich glaube, es sind nur noch ein, zwei Fallen und dann können wir das da aufstellen. Wir haben übrigens genügend Krähenfederstücke, um uns beiden ein richtiges Bett zu bauen. Ja, aber... Oh, da hinten... Aber wie gesagt, dafür brauchen wir ja noch die oberste Etage. Hm. Oder wo willst du die Betten hinstellen? Ich weiß es noch nicht. Mitten im Eingang? Da zieht's. Lässt immer die Türen offen. Nee, nee, nicht da im Erdgeschoss. Nein, nein, nein. Ja, Milbe? Binne? Ich muss noch etwas darüber meditieren. Oh, ich laufe in den falschen Richtung. Döner? Hm. Döner macht schöner. Habe ich die Pusteblume verloren. Hier ist sogar noch eine Krähenfeder. Ey, bleib hier. Bleibst du hier?
Wie ist das Kind nicht auf den Arm? Baumfeld. So, noch eins. So, ich glaube, ich habe jetzt genug Stämme für unsere Falle. Die wir nicht markiert haben. Merke ich gerade wieder. Hihi, ich habe noch eine Blattlaus. Die ist in unsere Falle gelaufen. Ja, das ist hervorragend. Ich habe auch schon wieder ein, zwei gesammelt. Die war doch hier irgendwo. Ja. Den Baumstamm entlang. Man sieht nur die Hälfte, wenn man so vollgepackt ist. Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend Feeling. Mit Zott, Sahne, Joghurt, sahnig, Fruchte frisch und dann hinein ins Weekend Feeling. Weiter weiß ich auch nicht mehr. Lass dich mal gehen, schalt einfach ab, erleb den sahnigen Geschmack mit Zott ins Weekend Feeling. Das war noch Werbung. Nachhaltig vor allem. Ja. Kann die Scheiße immer noch. Oh, da ist die. Oh, 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 oh. Hau weg die Scheiße, hau weg die Scheiße. Da sind zwei Arschkrampen. Oh, hier ist ja das unsere erste Trophäe. Hm? Ja. Wir brauchen nur noch Blüten. Drei Stück oder sowas. Oder ja, wir haben doch. Brauchen wir Blüten für die Falle? Doch, ich glaube, wir brauchten Blüten. Ja, ich habe jetzt keine parat. Und ein oder zwei Spitzen. Dann haben wir die Falle fertig, aber. Und dann können wir mal hier auf diese Jagd gehen. Okay. So. Ich glaube, es ist jetzt safe. Ich komme jetzt nach Hause. Ich glaube, unser Turm ist ziemlich hell erleuchtet. Ich werde es auch noch mal im Wohnzimmer machen. Ich werde es gleich sehen, wenn ich nach Hause komme. Da ist auch eine Spinne. Ja, wir haben ja hier rein theoretisch so ein kleines Wohnzimmer. Da könnte man die Betten aufstellen. Im Wohnzimmer? Ja. Wohnzimmer, Betten. Also Turm. Decken, Betten, wo wir kein wirkliches Dach haben. Dann bauen wir ein Dach. Na, man könnte die hier in die Ecke packen, aber. Oh. Dann bauen wir halt noch eine Etage drauf, den stört's. Ach, wir können auch die Betten ruhig hier hinstellen. Dann ist das unser Schlafturm. Aber nicht bei den Trophäen. Ach so, da dachte ich jetzt dran. Nein, nein, das ist der Trophäenraum. Darum ist er extra so groß. Das soll unsere. Zeigen, wenn man in diesen Trophäenraum kommt, soll das zeigen, wie cool wir sind, wie mächtig, wie stark. Wir könnten da packt man keine natürlich, Betten hin. Wir könnten natürlich unseren Balkon in ein Schlafzimmer umwandeln. Dann haben wir keinen Balkon mehr. Balkon ist schön. Also wenn er natürlich nicht auf die Straße hinausgeht. Dann machen wir von dem Turmzimmer aus einen Schlafzimmerzugang. Okay? Okay? Nochmal, wo, was Zugang? Von dem Turm geht es ins Schlafzimmer. Da ist doch... Ja, das könnte... Pass auf, komm mal ins Turmzimmer und dann zeige ich dir, wo ich das machen will. Ja. Okay? Also, ich zeige dir mal, wie ich denke, ja? Oh je, meine. Ja, ja. Jetzt, warte, dann komme ich mal zu dir. Jetzt pass auf, ne? Ja, warte, ich komme zu dir. Komm mal zu mir. Ja, so. Ja, dann, hallo. Du bist jetzt ich, ne? Und ich bin der Terminator. Dann mache ich Ding Dong, dann machst du die Tür auf, oder ich mache sie zu, oder du machst sie auf, oder sie bleibt offen. Und dann sage ich so, hallo Heinrich, und dann sagst du, hallo Terminator. Und dann sage ich mal, zeig mir mal deine Trophäen. Hier unten ist schon mal scheiße. So, hier unten kannst du auch kein Schlafzimmer machen, weil das ist ja hier Arbeitsbereich, ne? Das ist hier Arbeitszimmer, Punkt. So, dann geht man hier hoch
Dann ist hier so eine Lounge, wo man sich hinsetzen kann, über die Sarah Connor-Geschichten unterhalten kann oder wen man so gejagt und getötet hat. Und dann kommt der Terminator und dann sagst du, hier, das ist meine glorreiche Leute, die ich getötet habe, so. Und dann sagt der Terminator, oh, geil, ein Ameisenkopf. Boah, ich habe noch nicht mal den Connor-Jungen gekriegt, aber du hast einen Ameisenkopf, du bist geil. Ich muss was trinken. Ja, und ich dachte mir, halt, jetzt bleib hier, Terminator. Hier eine Tür ins Schlafzimmer. Ach da, ja. Und Schlafzimmer dann hier so ran. Geh ich mit. Da gehe ich mit. Ich dachte erst, du willst diesen schönen Bereich, den wir hier haben. Hatte ich auch eigentlich erst vor. Nee, nein. Nein. Und dann können wir, ja, das finde ich toll. Das finde ich gut. Leider haben wir dafür die Wände schon, ne, gebaut. Ah nee, ein bisschen Ressourcen haben wir noch. Ja. Das heißt, wieder mal, ich brauche eine Kettensäge. Es muss doch in diesem Spiel eine Kettensäge geben. Reicht das Schlafzimmer zwei Dinger tief oder soll es drei breit sein? Ich weiß nicht, wie breit die Betten sind. Ich habe kaum. Oh nee, wir machen. Oh, ich habe was Besseres. Du kannst ja auch erstmal zwei breit machen. Und dann gucken, wie breit die Betten sind. Jetzt eine Kettensäge. Oh, kann man nicht aus Ameisen eine Waffe bauen? So dass man so ein, keine Ahnung, so ein, zwei Äste in den Po von einer Ameise steckt, dann die Ameise hochhebt und dann so kontrolliert die Grashalme zerschneiden kann. Klingt interessant. Ich bin nur gerade kreativ. Ja, es klingt auf jeden Fall sehr spannend mit deinem Vorschlag. Ich wäre nur eine Kettensäge. Oder wie bei Warhammer. So ein Kettensägenschwert bei 40k. Ist auch cool. Schwert und Kettensäge in ein. Ihr glaubt ja gar nicht, wie cool das ist. Ich find's cool. Okay. Ein Schwert, was wie eine Kettensäge klingt. Geil. Okay. Ash würde sich freuen. Musste ich auch gerade dran denken. Ja, es ist gerade Oktober und dann gucken wir halt Ash vs. Evil. Ash vs. Evil Dead. Evil Dead, ja genau, Evil Dead war's. Ich hab gerade überlegt, ob die Serie so ähnlich hier heißt, aber naja. Hier sind ja auch noch zwei Grashalme hier. Du brauchst schräg? Ja, eine Ecke nur. Damit das schöner aussieht. Du machst das, ich hole. Not kann ich auch den Turm weiter ausbauen. Ja. Aber da kommt auf jeden Fall eine Tür hin. Von mir aus könnte auch mal Marienkäfer hier vorbeilaufen und hier mal alles kaputt hauen. Dass da nur noch die Grashalme umgeknickt sind, so. Könnte er auch mal machen. So, und zu unserem Balkon kommt natürlich ein Fenster. Was man auch, oh, ich bin ein was? Grass, Hacker oder so, Stufe 2 von 3. Hm. Nice. Hardcore. Was auch cool wäre, wenn sie das irgendwie so nicht Naturkatastrophen, aber so Naturereignisse. Zum Beispiel, sie könnten Dürre einbauen, das heißt, du kriegst morgens keine Tautropfen. Oder du könntest Regen einbauen, sodass sich Pfützen bilden. Mm. Und ja, wenn du zu tief gebaut hast, dass du ersäufst. In deiner Basis. Man könnte so viel machen. Das ist einfach ein tolles Spiel.
Also wirklich auch von dieser Idee her, ne, so kleine Welt etc., kann man echt viel machen. Man könnte sogar Kooperation mit anderen Spielzeugfirmen machen, dass man zum Beispiel so Objekte sammeln kann. Ich sag mal, so eine Batman-Figur. Einfach nur zum Hinstellen. Dann gibt's auf der ganzen Karte hier irgendwie einen Batman-Kopf, den du finden kannst. Keine Ahnung, zwei Beine, ein Ärmchen, ein Torso. Und dann kann man sich dann in der Basis einen Batman aufstellen. Und wenn man dran vorbeigeht, sagt er jedes Mal, ich bin Batman. Würde ich cool finden. Ich glaube, das fände ich sehr nervig schnell. Ich bin Batman. So bei unseren Ein- und Ausgängen. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Ich würde es trotzdem cool finden. Okay. Kuckuck. Wenn ihr euch fragt, warum der Heinrich so viel Scheiße erzählt und warum ob er Alkohol getrunken hat, dann ist die Antwort nein. Das ist genau der Grund, ich habe kein Bier getrunken bisher. Ich brauche Bier. Ich habe Durst. Dann hol dir doch eins. Kühlschrank ist alle wieder. Oh, jetzt kann ich das hier ja auch abhauen. Wie praktisch. Ich habe Tee. Nee, der ist auch alles scheiße. Für Kaffee ist zu spät. Kann ich nicht schlafen. Und Kautfeld! Boah, sind das viele Stängel. Krass. Cool. Sag ich, das sind normale Stängel oder nicht? Ja, die Unkrautstängel halt. Ah, ich hänge im Spinnding fest. Wie geht? Können wir unseren Stängel. Vorrat wieder aufbauen. Vorrat auffüllen. Du brauchst sogar für die Türen welche, ne? Ein, zwei Stängel. Ja, ich weiß. Auch für die Fenster. Und wenn wir dann zur Falle gehen und die fertigstellen, dann können wir vielleicht dann noch so ein, zwei Fallen nochmal bauen, weißt du? Dann machen wir so einen zweiten Ring, dann können wir so ein paar Stängel mitnehmen. Hm? Hallo, ich will das Fenster bauen. Will nicht. Böses Fenster. Also ich habe es nicht umgelegen. Die anderen kriege ich erstmal runter. Ach ja, was wir euch auch mal fragen wollten, ob ihr noch irgendwelche coolen Survival-Games kennt, die man mal spielen könnte. Also es ist ja in den Kommentaren ja mal Myst Survival gefallen. Also Myst, wie man es schreibt, Myst. Ich habe da auch ein paar Videos zu gemacht und ich fand es damals auch Myst, aber weil es so ein bisschen buggy war und mich auch ein bisschen gefrustet hat. Es war halt, es ist ein Early Access Game, also. Aber ich, wie gesagt. Immer noch? Ich glaube, ja, klar, immer noch. Das ist so ein Spiel, das wird nur von zwei, drei Leuten, glaube ich, gebastelt. Also es ist jetzt kein großes Team, aber ja, ich mag halt so Survival-Sachen. Und wenn was mit Zombies oder Toten oder so drin ist, dann bin ich sowieso dabei. Sind aber irgendwelche komischen. Zombies waren es, glaube ich, nicht. Das so, Stapel hier ist voll. Aber vielleicht, wenn das weiterentwickelt wird, dann könnte man das auch nochmal spielen. Irgendwann mal, jetzt nicht jetzt sofort, aber. Aber vielleicht kennt ihr noch ein, zwei Spiele, die wir nicht kennen. Das, man kommt ja vielleicht manchmal auf neue Sachen. Hm? Zomboid, da kommt ja nichts Neues, leider. Zomboid ist eigentlich ein klasse Game. Es ist natürlich eine Pixelansicht und man ist als Figur sehr klein, aber man konnte sehr viel machen. Das war cool. Das war schon ganz cool. Vor allem, ich hatte dann irgendwann mal, da habe ich für mich alleine so ein Leuten ein bisschen gespielt. Ich habe dann mit den ganzen Zombies, die dann draußen rumliefen, habe ich dann irgendwann, glaube ich, Buchstaben vor meinem Haus gebildet oder sowas. Ja, weil die Leichen bleiben liegen und boah. Die Leichen haben auch Loot, also die haben immer Kleidung oder ein Portemonnaie oder was auch immer. Manchmal sind es auch Waffen oder Rucksäcke, was Sachen, die man gebrauchen kann. Aber, ja. Und das Geile an den Leichen ist noch, wenn sie auf dem Boden liegen, also wenn die Zombies nochmal tot sind, quasi, doppelt tot, tot, wenn sie wirklich tot sind, dann sind sie immer noch ein Hindernis. Das heißt, wenn da Zombies langlaufen sollten, dann sind sie langsamer, weil sie auf Leichen laufen.
Und das finde ich cool. Wenn man selbst drüber läuft, ist man auch einen Tuck langsamer. Das heißt, man kann die Leichen auch dazu benutzen, so als, ja, um die Gegner, wenn sie kommen, langsamer zu machen. Das habe ich auch gemacht, glaube ich. Das haben wir sehr häufig gemacht, vor unseren Mauern. Wenn man nämlich viele von den Viechern Toten hat, man, es kommen immer welche vorbei, weil man macht Krach, wenn man baut, wenn man hämmert, dann werden die Viecher angelockt und dann haust du die mal tot und dann, ja, hast du da mal so 20, 50, 100 Zombies totgeschlagen, so mal nebenbei und ja, da kann man schon eine kleine Blockade von machen. Schön fand ich es auch immer, wenn man dann so aufgrund der Zombies, die da irgendwie auf dem Weg lagen, wusste, ah, das ist der Weg nach Hause, hier liegen schon ganz viele Zombies auf dem Boden. So makaber wie das ist, wenn man irgendwo hingelaufen ist, man kannte sich nicht aus, ach ja, einfach nur den Leichen folgen, die man erschlagen hat. Weil es gibt viele Spiele, da verschwinden die Leichen ja wieder. Das ist halt, ja, nicht so. Da muss die von der KI nicht berechnet werden, ist natürlich sinnig, aber irgendwie auch blöd. Warte, wo willst du damit hin? Achso, hast du... Hier einmal bitte. Fall ich hier runter? Nein, jetzt ist es fertig. Oh. So, und jetzt kann ich mich um... Das ist so eine Pinkelrinne. Ja, wie so im Mittelalter. Ich mich um mein Dach kümmern. Das heißt, dann kann ich, wenn ich hier aus meinem Bett aufstehe, so, oh, ich muss pinkeln. Da muss ich nicht raus zum Plumpsklo rennen, was wir gar nicht haben. Ich kann mich auf die Pinkelrinne stellen und da runter pinkeln. Vielleicht kommt so ein Arschlochkäfer, dann pinkel ich ihn mal an. Ja. Ja, es gab doch bei den im Mittelalter, bei den Mauern so... Und ja. Du glaubst, dass ich dich pinkeln lasse, während ich neben dir liege und schlafe. Ja. Das glaubst auch nur du. Warte mal, wir waren noch gerade bei Survival Games, wie kommt man da jetzt zu? Du hast mit der Pinkelrinne angefangen. Das war so ein Loch, Mensch. Was soll man sonst damit machen? Ich sag ja auch noch, wir bauen unten nicht das Schlafzimmer, weil die Türen immer offen sind und das zieht's. Aber wenn wir im Boden so ein Loch haben, dann zieht's ja auch wie echt Suppe. Egal, jetzt haben wir's. Wie gesagt, wenn ihr noch ein, zwei gute Survival-Games habt, die wir noch nicht gespielt haben, nicht Seven Days, das haben wir ja rauf und runter gespielt. Oh, ich hätte mal mich mal entlernen können. Ja, aber wie ich schon entnehmen konnte, ich glaube, Miki hat es, glaube ich, geschrieben, gibt es mittlerweile schon die Alpha 19 von Seven Days. Wo waren wir damals stehen geblieben? 16. Naja, ich glaube jetzt nicht, dass sie in so große Schritte gegangen sind, also... Jetzt müsste man sich jetzt mal reinlesen, was jetzt da noch dazugekommen ist. So, jetzt müssen wir hier noch ein paar Kleeblätter und Unkrautstängel anbringen. Fürs Dach. Wichtig, gibt's im neuesten Update eine Kettensäge. Dann wäre ich dabei. Die gab es auch schon in der Alpha 16. Ja, ja, stimmt, die gab's ja, ja, ja. Ach, das Baby. Jetzt bist du dran. Ja, ich bin gleich safe. Boah, jetzt geht's aber richtig ab bei dem Baby. Darum bin ich dran. Komme ich da nicht hin? Ach. Ihr habt ihr Grasstängel mitgebracht. Bis gleich. Bis gleich. Ha, perfekt. Ich habe genau ausreichend Dings. So, jetzt brauche ich ganz viele Kleeblätter. Ja, ja, ja. Deswegen, das ist so blöd. Ich habe hier so viele Fackeln aufgestellt, nur diese Schleimpilz leuchten. Und trotzdem renne ich im Haus mit der Fackel rum, weil es sonst zu dunkel ist. Und das finde ich doof. Oh mein Gott, ich habe ja noch meine Blattlaus. Die muss ich aufhängen. Ah, Blattlaus aufhängen. I mean, this is probably what bottled water is. Oh, gerade noch rechtzeitig. Mann, Mann, Mann. Die sah schon fast schlecht aus. Ich wollte Kleeblätter holen. So. Nein, da haben wir ein paar. Hm.
Na, ich glaube, wir müssen die Folge beenden. Ja, ich glaube auch. Gut, wenn es euch gefallen hat und ja, dann. Sieht aber ganz nett aus. Da oben fällt ein Grashalm, sehe ich gerade. Oh, nein. Kind, ja. Ja, was tut man nicht alles für den Nachwuchs? Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar. Ich muss weg. Haut rein. Ciao. Tschüss.